So hatte sich der DFB 2008 präsentiert, als Vorreiter für eine multikulturelle Gesellschaft, die deutsche Nationalmannschaft als Heimat für alle Deutschen. Was haben all diese Menschen gemeinsam? Ihre Kinder spielen in der deutschen Fußballnationalmannschaft. DFB. Mass Integration. 2009 entschied sich der junge Mesut Özil für die deutsche Nationalmannschaft. Doch die DFB-Bilderbuchfamilie hat er jetzt verlassen. Er sagt, er fühle sich dort nicht mehr erwünscht, nicht mehr gewollt, ja, diskriminiert. Eine Gefühlslage, die mancher teilt. Zurzeit wird viel geredet über Rassismus, über Mesut Özil. Nur warum? Weil er jetzt ein Bild mit dem Präsidenten aus Türkei geschossen hat. Und das denke ich mal, dass das unfair ist. Wenn wir monatelang auf jemanden was rumschmeißen, der jahrelang was geleistet hat, war auch alles okay. Nur weil es halt auf der politischen Ebene nicht stimmt, dann kann eben was nicht stimmen. Ist eigentlich in diesem Gesellschaft hier überall so. Also sobald man jetzt, also wenn man gute Sachen macht und so, ist man in Ordnung. Und wenn man jetzt vielleicht einen Fehler macht, dann heißt es sofort der Ausländer wieder. Mit seiner Aussage, wenn wir gewinnen, bin ich der Deutsche, wenn wir verlieren, der Türke, hat Mesut Özil den Kern einer Lebenserfahrung getroffen, die viele Migranten gemacht haben. Jedes fünfte Mitglied im DFB hat Migrationshintergrund. Der Fußball schafft Begegnungen und ist Motor für Integration. Er könnte ins Stocken geraten, wenn selbst Weltmeister wie Özil sich nicht mehr akzeptiert fühlen. Was sollen die Jugendlichen jetzt mit dem Rücktritt von Özil eigentlich anfangen? Was für ein Signal wurde da eigentlich gesendet? Und dieses Signal ist ja eindeutig. Selbst wenn Rassismus passiert, wenn sich ein Spieler ausgegrenzt fühlt, stellt sich der DFB nicht vor diese Spieler. Und das ist ein verheerendes Zeichen. Der DFB hat nicht nur ein WM-Turnier verloren. Seine Glaubwürdigkeit in Integrationsfragen steht auf dem Spiel.